Minecraft. Hallo Shadow. Tschüss. Hallo Aruna. Was hast du denn da für eine Rüstung? Ja, ich bin kaputt gegangen. Du bist kaputt gegangen? Nein, was für eine Rüstung Nein, ist es? die Rüstung. Nach all dem Terrorkrieg mit im Nether letztens. Na dann auf, da wollen wir jetzt hin. Genau. Welches Buch? Das mittlere. So. Ja, in der letzten Folge habe ich mich verlaufen. Und dann haben wir festgestellt, dass hier auch noch ein Buch rumgelegen ist. Nachdem ich dann endlich hier zurück war. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir bauen hier einfach mal schnell ein Häuschen hin. Ich setze mal meine Kiste hier ab. Aber wir müssen hier einfach ein bisschen ausbauen. Wie groß machen wir denn das Haus? Keine Ahnung. Schon ein paar Blöcke, würde ich sagen. So, vom Grundriss her würde es reichen, oder? Ja, ich würde eher in einer Richtung gehen, dass das Portal dann an der Wand steht. Und das kann doch mittendrin stehen. Oder so. Na, warte, in die Richtung reicht schon. Warte, geh halt, gehen wir noch ein bisschen. So. Du hast da deinen Hammer weggeworfen. Oh, ups. Jetzt weiß ich auch, wie deine Werkzeuge immer verschwinden. Ah, ich hab letztens die Steuerung zurücksetzen müssen, weil ich sie gehangen habe. Da wo der Server nicht funktioniert hat. Und seitdem an wieder auch cooles Abwerfen. Ich muss das wieder umändern, dass es auch entfernt ist. Die Kiste steht direkt an der Wand. Ich mach sie ja schon wieder weg. Einen Moment. Jetzt muss ich aufpassen. Ich konnte zwei Netherrack abbauen, ohne weiteren abzubauen. Mit der Spitzhacke ganz schön schwierig. Mit dem Hammer noch schwerer. Ja. Aber mit einer Spitzhacke mit Mining Speed 60, da Ich glaube, deine Kiste hat meine Hammer eingesammelt, ja. Natürlich. Die ist fleißig. Wie kann man die Kisten eigentlich entfernen? Ich habe da schon immer wieder mal Probleme gehabt. Shift-Rechtsklick. Hallo? Halt. Hey, Kiste, hier bleiben. So, ich habe mir gedacht, wir fangen hier unten an mit Eisenblöcken. Soll man das vielleicht noch wegmachen? Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Wo ist denn die Kiste hin?
Habe ich nicht aufgepasst. Och nee. Manchmal hat die einfach einen eigenen Kopf. Ah, doofe Kiste. Oh, ich glaube, ich habe die wieder eingebaut. Kann die sich nicht selbst befreien? Nein. Okay. Wo ich mal Probe gespielt habe, war das so, da musstest du 500 Blöcke entfernt sein und dann kommst du wieder. Normal ist nicht ganz so viel. Ja, irgendwie so, ich hatte nicht genau gezählt. Könnten auch nur 100 gewesen sein. Ah. Solange sie nicht verbrannt ist im Nether. Naja. Aber unter uns ist ja gar keine Lava mehr. Ich suche sie mal unten. Na, ist egal. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Ist nur ein bisschen Netherrack, was da verloren geht. Ist nicht so wichtig. Ja, aber die Kiste. Ja, egal. Die Kiste ist nur ein bisschen Holz und ein paar Sticks. Oh, ich mach jetzt den Gas tot. Ich wollte gerade schon fragen, du ihn oder er dich? Nee, nee, nee. Also Gas töten, das kann ich schon. Da hatte ich in der Pocket-Version schon die Ehre, das jedes Mal zu schaffen. Problem wird nur, wenn sie mich überraschen. Na, Lava. Wenn sie da reingefallen ist, dann... Naja, egal. Dadam. Sollten wir nicht... Wird der Boden auch aus Eisen, oder? Das können wir machen, ja. Aber ich wollte jetzt erstmal einen Grundriss festlegen. Weil der Boden muss ja ein tiefer sein. Naja. Ich habe was gefunden. Artit. Oh Mann, oh. Tja. Dafür habe ich schon zweimal Kobalt gefunden. So als Fledermaus ist es voll einfach. Nein! Die Boden abzubauen. Es ist eine Obsidian Pressure Plate in der Lava gelandet. Ach nö. Naja, passiert. Die werden ja aus einfach zwei Obsidian nebendran gestellt, ne? Und dann. Jop. Oh, da ist schon wieder ein Höllenhund. Hast du Obsidian dabei? Nein. Aber man kann vom Netherportal zwei wegnehmen. Warte, ich mach. Ich hab ne Workbench. Geht nicht, braucht man nicht. Ja, ich weiß, geht auch ohne. Aber ich will noch zwei Eisentüren machen. Aus zwei wurden gerade 10.
Ja, passiert. Ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, nicht mehr stackweise das reinzumachen, sondern immer nur eine bestimmte Anzahl, so dass ich, wenn ich mich mal wirklich verdrücke, nur ein paar habe und nicht, ja, 1000 Stück. So, dann machen wir mal Scheiße. Machen wir schon die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Ja, wenn du mit dem Bilderswand mal falsch klickst, hast du halt gleich ein Problem. Ja, aber wir tun ja nur solch bauen, wo gerade nicht was ist, was man nicht so, so leicht abbauen kann. Weil mit so einer guten Spitzhacke. Ja, da ist es nur halb so schlimm. Ich mache hier noch eine kleine Tür rein. Jo. Weil wir brauchen ja. Mach da mal noch den anderen Eisenblock rein. Weil da habt ihr ja vor mehreren Folgen mal abgebaut gehabt, aber das hat sich ja jetzt auch erledigt. Ja, das war der Fleck, wo man den Wither getötet hat. Ja, genau. Ich hole mal noch ein bisschen Obsidian. Glas hast du dabei? Steht in der Bronzekiste. Aber das muss ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen holen, das reicht nicht. Doch, doch, so viel Glas brauchen wir nicht. Nein. So viele Flächen haben wir ja gar nicht, wo wir das Glas anbauen können. Stimmt. Platziere mal die Türen andersrum. Moment, ich muss erst wieder ins Nether. Ich warte, ob sie die hier angucken. Willst du ein Flachdach machen oder? Ja. Das ist ja wieder so ein Kasten. Das geht hier nur darum, dass das sicher ist. Für hier ist das in Ordnung. Ja, klar. Außerdem musst du gerade was sagen. Du hast einen Kasten als Haus. Nein, das ist nicht wirklich ein Kasten. Doch. Und meiner ist nicht eckig, meiner hat Abrundungen. Trotzdem Kasten. Meiner steht links nicht auf so einem komischen Berg. Der komische Berg ist gut. Sieht aber eher gestellt aus, wenn ich ehrlich bin. Der Berg war so. Also fast. Siehst du?
Aber mein Haus ist ja noch nicht fertig, also von dem her, das wird sich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen ändern. So. Wo bist denn du? Ich baue da hinten die Startrampe sozusagen. Die Startrampe? Ja, da führt ja kein Weg. Da muss man ja wirklich für fliegen. Hier geht's doch aus. Und erst mal ein paar Meter noch. Na, logisch. Bei dem anderen hast du ja gleich. Ja. Euer schönen Raum. Was macht eigentlich euer Flughafen? Den werden wir jetzt am Wochenende weiterbauen. Ah, okay. Was kommt danach dran? Keine Ahnung. Könnten wir ja mal den Hafen anfangen, wenn du willst. Naja, gibt schon noch andere Projekte. Aber muss man schauen. Ist das gewollt mit den Ember? Sonst hätte ich es nicht gebaut. Ja, ist schon klar. Ich meine hier hinten, dass da nur noch drei sind und dann dieses Überlappende. Alles, wenn es gebaut ist, so wie geplant. Ah, okay. Die Sache ist einfach die, dass der Netherrack da oben weitergeht. Den haben wir ja nicht abgebaut. Und die Blöcke, ach so, ja. Die Blöcke sollen sozusagen das abstützen. Ja. So, was ist mit deinem komischen Fass hier noch? Mach weg. Muss man an die Eisentüren? Moment, da kommen noch Obsidian-Schatten dran. Die sind deswegen dran, weil da die meisten Monster hochkommen zur Base. Dass man nicht leicht überrascht wird. Gut. Also, das war's. Jo. Schnell und schmerzlos. So wie es sein muss. Ich schüssel gerade mal noch meine Eisenblöcke wieder zurück, sonst brauchen die zu viel Platz im ME. Ich muss meine Chest wieder mitnehmen. So. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Wir haben hier ein kleines Häuschen gebaut. Einfach nur, damit man hier sicher teleporten kann. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao.